Okay, willkommen zurück zu Folge 10 mit Nyria, die auch irgendwas vorhat. Schwert, ein einfaches Schwert. Ah, der Treros-Schild. Stimmt, wir hatten doch irgendwas, was wir dem anderen Charakter, was Aska, equippen konnten. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt mit Nyria unterwegs. Eh, bester Charakter. Und ja, ich kann nicht aufhören. Ich habe jetzt wieder ein bisschen kurz Pause gemacht, damit meine Stimme sich erholt. Dann habe was gegessen. Aber, ja, ich kann nicht aufhören. Und ich werde nicht aufhören, auch wenn ich eigentlich auch Ayuden Chronicles, wie gesagt, anfangen wollte. Aber da ich nachher sowieso noch raus... Oh, Kuran, ach schön. Da ich nachher sowieso noch zu meinem Dad fahre, weil der Geburtstag hat, dachte ich mir, ich wähle 6 Soldaten oder Soldaten, Myra zu begleiten. Wähle nach Bauchgefühl. Die einzelnen Personen haben unterschiedlich versteckte Stärkewerte. Cool. Bis zu 6 Personen kann ich mitnehmen. Ja, auf jeden Fall, da mein Vater dann Geburtstag hat, werden wir da noch rausfahren. Und das heißt, ich kann jetzt eh kein neues Game anfangen, weil darauf will ich mich jetzt gar nicht konzentrieren. Weil für 1 bis 2 Folgen lohnt sich das ja auch gar nicht. Da dann erstmal hier ganze ins Gefüge reinzukommen. Deswegen machen wir jetzt hier Vampire Spawn weiter. Und irgendwann kommt auch Ayuden Chronicles. Diese verdammten Vampire werden Sven's Weihnachten geschafft. Wir haben es nicht. Niemals zuvor gab es jemanden mit seinem Willen, den Vampiren zu zeigen, dass die Menschheit keine schwächlichen Lämmer sind. Seine Fähigkeiten als Anführer haben wir es zu verdanken, dass die Vampire vor vielen Jahrhunderten vernichtet wurden. Leider war ich vollständig. Woher diese verfluchten Monster auch gekommen sind, wir werden es im Namen von Vincent Wainard wieder schaffen, sie zu besiegen und die Menschheit zu retten. Dann lasst mich dabei sein, wenn ihr loszieht. Ja, komm mit. Wir treffen uns in einer halben Stunde vor dem Burgtor. Töten wir diese verdammten Viecher! Okay, 1. Lady Nyria, ich konnte erst kürzlich meinen 3. Vampir erschlagen. Sehr gut, doch du darfst nicht übermütig werden, Soldat. Auch unter den Vampiren gibt es gute und schlechte Kämpfer. Der nächste Vampir könnte viel mächtiger sein als die Vampire, die du erschlagen hast. Natürlich, my Lady. Ich plane einen Angriff auf ein Vampirversteck. Bist du bereit für deinen nächsten Kampf gegen einen Vampir? Ich warte nur auf euren Befehl, Lady Nyria. Ja, komm mit. Okay. Nice. 2. Die scheinen schon ein bisschen erprobter zu sein. Die sieht ein bisschen älter aus. Man sieht es an den Augen. Achso, so die Rüstung. Lady Nyria, es sind schon wieder 2 Kameradinnen verschwunden. Was passiert hier nur? Was ist hier nur los? Das will ich jetzt aufklären. Es wird Zeit, dieses Treiben ein für alle Mal zu beenden. Kein Vampir wird jemals wieder seine widerlichen Krallen an eine meiner Soldatinnen oder an die Frauen in den Dörfern legen. Doch zuvor muss ich mich um ein anderes Problem kümmern. Ich brauche ein altes Artefakt aus einem vermutlich gut bewachten Vampirnest. Ich werde euch mit all meinen Kräften unterstützen. Ja, komm mit. Wir treffen uns in einer halben Stunde. Wir werden diese Vampire nicht entkommen lassen. Vorausgesetzt, ich werde es altersbedingt überleben. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Und ich kann auch gar nicht lesen. Oh, Geralt! Lady Nyria, was verschafft mir die Ehre? Wollt ihr euch wieder unseren Büchern widmen? Ja. Es wäre mir nett, wenn diese alten Knochen euch im Kampf unterstützen könnten. Ja, komm mit. Okay. So, ich hätte gerne noch 2 weitere Frauen, damit 3-3. Aber erstmal gucken, wo die sind. Da ist eine. Lady Nyria, ich mache mir Sorgen um die ganz verschwundenen KameradInnen. Diese dreckigen Vampire haben es auf uns abgesehen. Das ist in der Tat meine größte Sorge. Doch bevor ich dieses Problem lösen kann, brauche ich unbedingt noch ein Artefakt der Vampire. Dann nehmt mich mit. Ich werde alles geben, um diese verdammten Vampire zur Strecke zu bringen. Ja, komm mit. Ja. Hallo, Karte. Hier noch was zum Looten, weil wir haben ja gar nichts mit Nyria, ne? Absolut nada haben wir dabei. Ich hätte gerne noch ein paar Tränke oder sowas. Da fehlt noch eine Statue. Da können wir ja meine Statue hinstellen. Oder meine! Ich bin Asgard! Ja, ist gut, Asgard. Reicht immer. By the way, die haben jetzt ihre Fähigkeiten verloren, ne? Das heißt, die werden jetzt wahrscheinlich wieder Level 1 sein. Und da jetzt Elaine an Aska gebunden ist, haben sie auch einen Grund, zusammen zu reisen. My Lady, es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Ich brauche einige Soldaten für einen Angriff auf ein Vampirversteck. Dann nehmt mich mit, My Lady. Wie ihr wisst, bin ich einer eurer erfahrensten Soldaten. Zusammen werden wir diese verdammten Vampire vernichten. Nein, warte doch. Okay. Du bist aber keine Frau. Die hat blaue Haare, das ist doch cool. Lady Nyria, ihr seht aus, als würdet ihr euch auf einen Einsatz vorbereiten.
So ist es. Und ich suche fähige Frauen und Männer, die mit mir kommen. Ihr könnt jederzeit auf mich zählen, doch wenn ich mir noch keine Ritterrüstung verdient habe, werde ich euch voller Inbrunst unterstützen. Jo, geil. Sehr gut. Burgtor, halbe Stunde. Damit habe ich genug Soldaten zusammen, um das Buch zu holen. Ich sollte die Burg nun zum Vordereingang verlassen. Bis gleich! Wir haben keinerlei Vorräte hier, ich werde wahnsinnig. Wir haben gar nichts. Wo ist dieser Vordereingang? Da ist ein Gefängnis, das ist gut. Bücher, Bücher, Bücher. Ist hier wirklich gar kein Secret? Hatte Nyria früher auch offenes, Quatsch, zusammengebundenes Haar? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube schon. Ich glaube, das macht Sinn, weil sie ist ja schon eher eine Kriegerin, deswegen wird sie... Also eigentlich hat sie viel zu lange Haare für eine richtige Kriegerin, wenn sie... Ha. Also ja... Sie ist ja eine erfahrene Kriegerin. Und sie ist ja eher ein Tomboy. Ja, ja, geht gleich bei der Baltour. Und lange Haare sind ja schlecht im Kampf, weil die kann man einfach ziehen und das tut ja saumäßig weh und dann hast du halt Schwert an der Brust und dann bist du tot. Aber sie ist ja eine Anführerin, die auch auf, nicht unbedingt auf die unbedingte Weiblichkeit, aber trotzdem zeigen will, Frauen mit all ihren Reizen können auch Krieger sein. Oder ich, zumindest denke ich, das will sie darstellen. Egal. Naja. Ah, Lady Nyria, wartet. Hoffentlich treffen der Herr und Asuka nie aufeinander. Sir Baltour, da seid ihr ja. Habt ihr euch vor mir versteckt? Die Soldatin berichtete mir gerade, dass sie einen Angriff auf ein Vampirversteck verplante, um ein mächtiges Artefakt der Vampire zu erbeuten. So ist es, und während ich fort bin, möchte ich, dass ihr weiter das Verschwinden unserer weiblichen Soldaten untersucht. Wenn wir nur die Ursache herausfinden könnten. Mir ist bewusst, dass ihr bereits seit einigen Wochen versucht zu klären, warum und wohin unsere weiblichen Soldaten verschwinden, doch seid ihr noch nicht viel weitergekommen, und das Verschwinden zehrt an der Moral unserer Truppen. Ihr wisst ja, wie intensiv ich das Ganze bereits verfolge. Meine oberste Priorität ist es, dieses Problem zu lösen. Enttäuscht mich nicht länger. Ich werde mich sonst selbst der Sache annehmen, sobald ich das Artefakt der Vampire geborgen habe. Bis dahin möchte ich, dass ihr eure Bemühungen intensiviert. Wie wollt ihr euch selbst darum kümmern? Habt ihr kein Vertrauen in meine Fähigkeiten mehr? Darüber reden wir, wenn ich wieder zurück bin. Ihr solltet euch lieber weiterhin dem Kampf gegen die Vampire widmen. Ich werde das Geheimnis um das Verschwinden unserer Soldatinnen bald aufgeklärt haben. Gebt mir noch etwas Zeit, die Lady. Löst das Problem, sonst muss ich mir einen anderen Hauptmann suchen. Verdammt, das nimmt kein gutes Ende. Ja, du bist nämlich schuld. Du bist schuld. Ich schätze, der verfeuert die Damen an seine Soldaten für die Moral. Das ist alles deine verdammte Schuld, elendes Miststück. Halt deinen Mund. Ihr habt doch die Rune verwendet. Nur deswegen sind wir jetzt in dieser Situation. Situation? Situation? So nennst du das hier? Das ist eine verdammte Katastrophe. Ich habe das verfluchte Halsband der Elras um den Hals hängen. Ich kann nicht mehr von Asuka weg. Das ist die Katastrophe. Ich sollte dich einfach jetzt und hier köpfen und erlösen. Ohne mich bekommt ihr niemals die Bruchstücke und das Buch. Das ist auch der einzige Grund, warum dein verdammter Kopf noch nicht von mir aufgespießt wurde. Und nun hockst du wie ein kleines Hündchen an Asgars Sarg und meinst, du müsstest auf ihn aufpassen. Als wenn das nötig wäre, solltest du ihn köpfen, wird das Halsband deinen kleinen Verstand aus deinem Schädel schleudern. Das ist mir egal, Hauptsache Asgar bekommt die Bruchstücke niemals in seine Hände. Selbstmord hilft dir auch nicht weiter, denn dann landest du nur in der Ebene des Blutes und eines verspreche ich dir, die Schmerzen dort lassen dich deine Entscheidung in alle Ewigkeit bereuen. Als wenn du wüsstest, was wahre Schmerzen sind, du hast doch garantiert noch nie gelitten. Oder wer weiß, was das Halsband mit deinem Blutgeist anstellt, wenn es deinem Körper entweicht. Noch denkst du, du hättest dir die Kontrolle, aber diese Naivität wirst du in Kürze bereuen. Bald wird Asuka wieder erwachen und dann bringst du uns zu den Bruchstücken. Falls er erwacht. Diese Rune hat ihm ganz schön zugesetzt. Als wenn dich die Elras und dein liebliches Halsband nicht auch völlig ausgelaugt hätten. Du bist nur noch der elende Abklatsch eines mächtigen Vampirs. Ich verspreche dir, ich werde dieses Halsband irgendwie los und dann hack ich deinen Körper mit meinen Krallen in 1000 Stücke. Leere Drohungen, deine Krallen sind völlig nutzlos. Die Rune hat alles korrumpiert. Ich finde einen Weg. Du bist nur eine dumme junge Vampirin, die sich in den falschen Kerl verliebt hat. Doch das wirst du schon bald selbst herausfinden. Ich habe dein Gelaber so unendlich satt. Ihr verdammten Skelette, bringt mir Bluttränke, Asuka, und ich brauche Blut! Du solltest mir besser auch welche geben, sonst wird meine Raserei alles nur noch schlimmer machen. Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei, das Blut vom Boden zu lecken. Deine Naivität wird schon sehr bald dein Untergang sein. Ich hasse dich. Puh!
hitzig. Opa, was hat das alles zu bedeuten? Meine Webcam ist nicht. Oh nein! Ja, so. Von nun an wurde alles nur noch schlimmer für Elaine. Sie war nun eine Gefangene von Asghar und Selene. Aufgrund des Halsbandes konnte sich Elaine nicht weit von Asghar wegbewegen. Richtig, und Asghars Vernichtung würde nur dazu führen, dass das Halsband ihr den Verstand raubt. Und was war nun mit dieser Rune? Was hat die mit den Vampiren angestellt? Alles, was die Elras erschaffen oder tun, dient nur einem Zweck, die Macht der Elras noch größer werden zu lassen. Die Rune hat die Kräfte der Vampire absorbiert. Ist das der Zweck dieser Rune gewesen, damit die Elras die Vampire leichter vernichten können? Eine bessere Erklärung kann ich euch nicht geben. Und die Ausrüstung der Vampire wurde durch die Rune auch korrumpiert? Wie bereits gesagt, alles kann ich euch auch nicht erklären, aber diese Rune wurde wohl nur erschaffen, um alles an einem Vampir zu zerstören, ohne den Vampir selbst zu vernichten. Seine Kräfte, seine Ausrüstung, seine Magie. Warum? Das macht doch keinen Sinn! Nichts wurde bei den Elras jemals ohne einen tieferen Sinn getan oder erschaffen. Wir verstehen ihn nur noch nicht. Und was hat es mit Nyria und ihrer Schwester Jaina auf sich? Offenbar haben die beiden einen eigenen Plan mit Asghar, Valna und Elaine, welcher sowohl das Zauberbuch als auch die Elras selbst beinhaltet. Und warum wisst ihr das alles? In der Tat. Nyria führt die Menschen in den heiligen Kreuzzug gegen die Vampire an. Doch im Hintergrund gibt Jaina die Befehle an ihre Schwester. Wie können sie Schwestern sein? Warum ist Jaina ein Vampir und Nyria nicht? Warum sieht Nyria noch so jung aus? Obwohl der Krieg zwischen Asghar und Elaine doch Jahrzehnte ging und der heilige Kreuzzug doch schon fast so lange gegen die Vampire kämpft. Aha! Aha! Ist sie vielleicht schon ein Vampir? Ha. Huh. Jaina und Nyria waren seit ihrer Jugend bitterlich zerstritten, nachdem Jaina den Tod von Nyrias bester Freundin zu verantworten hatte. Doch so viele Jahre sind vergangen und Jaina wurde in dieser Zeit von Elaine zu einem Vampir verwandelt. Sie sollte die vampirische Tochter von Elaine und Valna sein, da Vampire nicht mehr auf übliche Weise Kinder bekommen können. Das beantwortet meine Frage zu Nyria nicht. Ich kann dir darauf nicht die richtige Antwort geben, da ich sie nicht kenne. Und wer ist Vincent Waynard? Ich habe noch nie von ihm gehört, Opa. Für euch ist er nur eine Legende, eine Geschichte, die von Nyria erzählt wird, um die Soldaten des Heiligen Kreuzzuges zur gemeinsamen Stärke zu führen. Alle Menschen brauchen ein Vorbild, um Großes zu leisten. Und doch ist sie zumindest für euch nichts weiter als eine weitere Lüge. Eine Lüge, auf der der gesamte Heilige Kreuzzug aufbaut. Unsinn, der Heilige Kreuzzug wird uns retten! Sofern er nicht schon längst von Asghar ausgelöscht wurde. All die Zeit, die wir schon in diesem Gefängnis verbringen. Wie ging es mit Asghar weiter? Nun, er lag tagelang in Starre in seinem Sarg, doch währenddessen stand die Zeit nicht still. Nyria traf nach einer mehrtägigen Seereise in Ederil ein und fand nach Jainas Hinweisen das Versteck von Elaine. Meine Güte, jetzt aber. Diese elenden Vampire, sie haben alle Einwohner der Stadt getötet und sind dann weitergezogen. Ich werde diese verdammten Kreaturen vernichten. Immerhin waren Jainas Anweisungen bislang richtig. Ich habe das Versteck unterhalb der Stadt gefunden. Hier soll sich das Buch der Elras befinden. Jetzt muss ich nur noch den Eingang in die Geheimkammer finden. Und was für einen wahnsinnigen Plan hast du mich da nur reingezogen, Schwester? Ist das, was ich getan habe, wirklich der einzige Weg gewesen, um den Kampf gegen die Vampire zu gewinnen? Hat mich meine Verzweiflung blind gemacht? Nun, das werde ich wohl bald herausfinden. Aber wo ist das Buch? Und war das Buch, das bei den Elras lag? Weil da lag ja auch ein Zauberbuch oder ein Artefaktbuch, Gedöns. Ha. Dort liegen noch ein paar Silberbarren. Die sollte ich vielleicht auf dem Rückweg mitnehmen, wenn ich irgendwie dieses Gitter aufbekomme. Aber jetzt noch nicht. Das ist nicht der Geheimgang, den ich suche. Hier bin ich hergekommen. Okay. Also gibt es hier noch einen Geheimgang. Hier sollte der Geheimgang sein, sofern Jaina mir den Weg zum Buch korrekt beschrieben hat. Aha. Dort, zwischen den Ketten. So, was hatte Jaina mir erzählt? Diesen Stein drücken? Dann diesen? Und als letztes den dunklen. Die hat einen Geheimgang in ihrem Geheimgang in ihrem Geheimgang. Krass. Sehr gut, das hat geklappt. Alle zu mir! Ich habe einen Geheimgang gefunden. Hier wird das Artefakt versteckt sein. Ich sollte nicht davon ausgehen, dass das Buch hier ungeschützt rumliegt. Tritt sofort in eine Falle, oder?
Dort vorne ist es. Vor dir ist ein Rätsel oder eine Falle oder sonst irgendwas. Dieses Buch. Seit ich es das erste Mal in den Händen hielt, hat sich so viel verändert. Oh, Jaina, ich bete inständig, dass dein Plan funktioniert. Sie hatte das Buch schon mal? Hatte sie das schon mal? Ich kann mich nicht erinnern. Und irgendwas passt mit meiner Webcam nicht. So, jetzt. Wann hatte sie das Buch schon mal? Wenn nicht, habe ich diese Welt im Untergang geweiht. Soldaten, zu mir! Oh mein Gott, wie die Power Ranger kommen sie an. Na schön, mal schauen, was uns hier erwartet. Verdammt, das wird nicht einfach. Na schön, Soldaten, ich hoffe, ich habe die richtige Wahl getroffen, als ich euch ausgesucht habe. Gebt euer Bestes und vernichtet diese Monster. Mal gucken. Ich habe einfach nur blind Leute rausgesucht. Oh mein Gott. Eine falsche Bewegung und ich reiß dir den Schädel ab. Als wenn du mich aufhalten könntest, zumal eure gesamten Vampirdiener nun fort sind. Vampire zu beherrschen funktioniert nur, solange man die Macht dazu hat. Juhu! Wow. Nur wegen dir fehlt uns diese Macht. Deine verdammte Rettung hat uns alles gekostet. Zeig gefälligst mehr Dankbarkeit und Demut. Dankbarkeit für das hier? Du dummes Schoßhündchen. Die haben so ähnliche Stimmes. Ätzend. Seid endlich still, alle beide. Ich muss nachdenken. Aska, sorge endlich dafür, dass sie für ihre Taten bezahlen muss. Ohne mich bekommt Aska weder die Bruchstücke noch das Buch. Und was genau bekommt er von dir? Er liebt mich, etwas, das du niemals verstehen kannst. Du hast ja wirklich gar keine Ahnung, naives Ding. Ruhe, habe ich gesagt! Aber Geliebter, sie... So kann das nicht weitergehen. Unsere Lage ist eine verdammte Katastrophe. Alle beherrschten Vampire sind weg. Und die Nicht-Beherrschten haben erkannt, dass du sämtliche Kräfte durch die Rune verloren hast. Deswegen haben sie sich den abtrünnigen Vampiren angeschlossen. Findest du das lustig? Deine Kräfte sind auch weg. Das Sklavenhalsband der Elras wird dich fortan für immer daran erinnern. Du verdammte... Eure Streitereien sind wirklich nicht zu ertragen, aber ihr habt nicht Unrecht. Unsere Kräfte wurden aufgezehrt. Es hat Tage gedauert, bis ich wenigstens widerstehen konnte. Verfluchte Elras! Ich kann nicht verstehen, wo sie hergekommen sind. Du bist ja eine großartige Hilfe, Miststück. Mund halten und zuhören! Ihr seid ja schlimmer als Valnar und ich! Ich habe nun wieder genug Kraft, um das Buch und die Bruchstücke zurückzuholen. Nur deswegen lebst du überhaupt noch, Elaine. Carter, der Balkon ist offen. Du musst nie versuchen, durchs Fenster zu kommen. Wir sollten daher jetzt nach Edril aufbrechen. Als hätte ich eine Wahl. Das Halsband geschieht dir nur recht. Wir sollten lieber das Versteck der Elras nochmals erkunden. Ich konnte erkennen, dass das Gewirbe noch tiefer führt. Wir müssen herausfinden, was die Elras dort noch versteckt haben und woher sie gekommen sind. Hör nicht auf sie, Geliebte. Sie werden davon ablenken, dass wir schnellstmöglich das Buch und die Bruchstücke holen sollten. Was für ein Elend. Ich bin zu schwach, um den Zauber der Steintafel wirken zu können. Keine Seelen, keine Macht. Und doch sollten wir jetzt schnell die Bruchstücke und das Buch holen, Geliebter. Danach können wir Elaine endlich köpfen. Oder wir finden im Gewölbe der Elras Antworten darauf, ob die Kräfteabsorption der Rune rückgängig gemacht werden kann. Unsere gesamte Kraft muss dort drin gebündelt sein. Verdammt nochmal, da ist was Wahres dran. Ich brauche dringend meine Macht zurück. Na schön, dann gehen wir zuerst ins Gewölbe der Elras zurück. Ohne meine Kräfte sind die Bruchstücke und das Buch der Elras nutzlos. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann aufhöre, dich und deine Bewegungen genau zu beobachten. Worauf wartest du? Komm gefälligst mit! Ich finde es gut, dass Malex immer einen Beweggrund findet, warum die zusammen müssen. Die drei. Oder jetzt halt in dem Fall zwei. Hör sofort damit auf, mir Befehle zu geben. Ich komme nur mit, um das verdammte Halsband loszuwerden. Ich glaube, hier gibt es ein kleines Missverständnis. Was zum Teufel? Du verdammter... Jetzt hör mir ganz genau zu. Das Halsband gibt mir völlige Kontrolle über dich. Wenn ich rede, hast du zu schweigen. Wenn ich kämpfe, hast du mich zu unterstützen. Und wenn ich gehe, hast du zu folgen. Wage es nicht, mich erneut zu schlagen. Nein, du wagst es besser nicht, mich noch einmal zu erzürnen. Du bist jetzt meine Sklavin. Je eher du dich daran gewöhnst, umso weniger Schmerzen muss ich dir zufügen. Es reicht, jetzt schlage ich dir den Kopf ab. Das würde ich mir jetzt ganz genau überlegen. Wenn mein Körper vernichtet wird, zerstört das Halsband deinen Verstand restlos. Bist du bereit, das nochmal durchzuleben? Gefangen in irgendeinem Irrenhaus, unfähig klar zu denken, während dein Körper langsam aber sicher verrottet. Du verdammter Mistkerl.
Dann wäre das ja geklärt. Aber wo wir schon über unsere Vergangenheit reden, deine neue Frisur finde ich unerträglich. Bist du nun völlig wahnsinnig? Was interessieren dich jetzt meine Haare? Du bist jetzt meine Sklavin, verstanden? Als solche hast du mir zu gefallen. Oder muss ich noch deutlicher werden, dass du alle meine Befehle zu befolgen hast? Eines Tages wirst du das zutiefst bereuen. Dafür sorge ich. Und dein Halsband sollten wir auch verstecken. Warum, Geliebte? Das Halsband wird sie stets daran erinnern, dass sie dir gehorchen muss. Es gibt keinen Grund, es zu verstecken. Ich will, dass sie aussieht wie damals. Was meinst du mit damals? Was soll die Fragerei? Ich habe meine Gründe, also besorge ihr einen verdammten Schal. Wie du wünschst. Ja, lauf und hol mir was Hübsches zum Anziehen. Unser Meister will, dass ich aussehe wie früher. Halt deinen verdammten Mund. Hol ihr einen Schal, Selin, damit wir endlich hier los können. Oh mein Gott, die hassen sich alle, ist so geil. Was für ein naives Ding. Ein Wunder, dass sie noch immer an deiner Seite steht. Nicht jede Vampirin hat das innere Bedürfnis, mich zu hintergehen. Anders als du, Elaine. Unsere Vergangenheit spielt keine Rolle mehr. Das Einzige, was zählt... Das ist Styropor in Ruhe, Kader. Das Einzige, was zählt, ist, wie ich dich so schnell wie möglich wieder loswerde. Sei einfach still und binde dir einen Zopf! Du hast wirklich deinen Verstand verloren. Muss mal ganz kurz den Kader von dem Koffer pflücken. In den Karton mit dem Styropor. Und Styropor ist, glaube ich, nicht so gesund für Katzen. Ne, Digga. Hier ist dein Schal, Geliebter, wie du wolltest. Danke, Selin. Jetzt wirf den Schal über und mach dir einen Zopf, Elaine. Ach, wenn ich damit aussehe wie früher, wird es niemals wieder so sein wie früher. Tu es einfach, dann ersparst du dir eine Menge Schmerzen. Zufrieden, Mistkerl? Gut, dann können wir ja nun endlich los. Die letzten Jahrzehnte haben dich ganz eindeutig noch wahnsinniger werden lassen. Sei einfach still und gehorche. Elaine ist durch das Halsband an Asgar gebunden und kann nicht weit von seiner Seite weichen. Die von ihr bislang gesammelten Gegenstände wurden mit Asgars Gegenständen zusammengelegt. Kader, ich muss dich jetzt verbannen. Ich verbanne dich jetzt aus diesem Reich. Ja. Power. Erstmal den gesamten Karton umgeschmissen. Ah! Die Rune der Elras hat die meisten Ausrüstungsgegenstände korrumpiert, wodurch sie nutzlos geworden sind. Yay! Prüfe, was noch übrig geblieben ist und finde möglichst bald bessere Ausrüstung. Vampire Stone 3 ist ja der Grundeinstellung ein herausforderndes Spiel, das Taktik und die richtige Zauberwahl benötigt, um im Spiel voranzukommen. Ressourcenknappheit, Blut, Seelen und Filar ist allgegenwärtig, dass zum Beispiel Gegner nach ihrem Tod nicht neu erscheinen. Oh! Ist das so? Wenn du ein deutlich entspannteres Spielerlebnis haben möchtest, kannst du den Schwierigkeitsgrad auf vielfältige Art und Weise anpassen. Sprich dazu mit der Person im rechten Raum. Das ist cool. Wir sind Level 5, 6 und 3. Ha, Elaine ist die höchste. Das ist ja funny. Okay, also, Asgar. Verdammtes Klinge Level 1. Behälter, korrumpierter Schild. Ein Schild, der durch die Macht der Eras zerstört wurde. Ja, gibt halt noch minimale Werte. Ring des Kreuzzugs behält er weiterhin. Wobei das vielleicht... Jetzt müssen wir mal... Wir müssen mal ganz kurz umequippen. Sie hat auch nur noch eine Kralle. Das ist auch schlecht. Wir müssen mal ganz kurz alles ablegen. Und dann müssen wir uns mal die Stats angucken. Also, sie hat 505 Leben. Das ist ja gar nichts. Sie hat 28 Angriff. Okay. Selin kann ja gar nichts, Alter. Warum ist sie so schwach? Oder ist das einfach nur so ein krasser Power-Creep, dass die mit jedem Level-Up so viele Punkte kriegen? Ja, aber sie ist auf jeden Fall... Ups. Selin ist auf jeden Fall kein Magier, ne? 14 magischer Angriff, 28 Angriff. Also Selin sollte auf jeden Fall gucken, dass er so viel... physischen Schaden kriegt wie möglich. Guck mal, hier ist erhöht Angriffsstärke. Machen wir. Und dann die Feuerrune. Oh mein Gott, das ist ja insane. Ja. Und haben wir noch irgendwas anderes? Erhöht Abwehr und magische Angriffskraft. Das ist nicht... Immun gegen Blindheit und Bluten. Ja.
Das will ich haben. Weil sie darf nicht blind werden. So, Elaine. Jetzt müssen wir auf die Zauber gucken. Mumienbeschwörung. Benötigt eine starke Seele. Klauenrache. Okay. Das ist, überschaubar. Ja, bei ihm auch. Okay. Okay, wir lassen das wahrscheinlich auf schwer. Wenn möglich, schalten wir es vielleicht sogar noch höher. Einfach, weil es spannender ist. Und ich die Challenge mag. Ich find's cool, dass sie jetzt tatsächlich auch einfach den anderen Look hat. Also, dass man den sieht, dass sie das tatsächlich gemacht hat. Auch wenn Asghar ein ziemliches Arschloch ist, aber das wissen wir ja schon. Okay, also. Wir haben jetzt gerade keinerlei magische Fähigkeiten. Das wird sich wohl in Zukunft wieder ändern. Ich glaube, wir fangen mit der Rune an. Wie wär's denn mit einer... mit maximalem Blutvorrat, ja. I don't know. Ich glaube, Statusrunen sind halt einfach das Beste, was ich jetzt nehmen kann. 400 HP, gerade jetzt am Anfang. Ist halt schon echt gut. So, dann hätte ich gerne... Ja, Speed sehe ich noch nicht den Nutzen von. Ich würde sagen, sie kriegt das HP-Ding. Und... Gefrierungsimmunität. Und er kriegt nochmal die Halskette des Gnomes, weil auch Blindheit und Bluten ist halt... Zwei Resistenzen sind halt immer besser als eine. Und dann kriegt er noch... Angriffsstärke. Muss ja nicht perfekt jetzt sein. Formation. Achso. Na, so. Also ich finde, Celine sieht schon cool aus. So, kann ich mal einen Thron tun? Nee. Oh mein Gott, wir fangen das Spiel an. Wir sind jetzt... Wir sind jetzt... Endlich im Game. Leute, wir sind im Game. Ich werde wahnsinnig. Hallo, Chef. Was machst du hier in meinem Schloss? Wer ist er? Ich bin da, um euch zu helfen. Braucht ihr denn meine Hilfe? Hier kannst du einige Einstellungen vornehmen, um den Schwierigkeitsgrad des Spiels anzupassen. Feindes stärker Ressourcenbedarf sehen für Opfer und Minen, Silberpreis, automatische Heilung nach dem Kampf sowie Gegner respawn. Der Gegner respawn betrifft dabei nur bestimmte Gebiete, ist also keine globale Einstellung. Du kannst alle Einstellungen jederzeit wieder neu auswählen. Gestalte dir den Schwierigkeitsgrad so, wie er dir gefällt. Das finde ich cool. Hier eine kurze Erläuterung. Sehr leicht, Gegner halb 4 HP, normal, schwer. Gegner HP plus 10%, alle Gegnerwerte plus 10%. Ihr habt ein schweres Abenteuer gewählt, so sei es. Viel Glück. Sollten wir merken, dass es zu schwer ist oder man einfach nur stupide grinden muss, dann machen wir das eh wieder weg. Ressourcenbedarf. Hiermit verändert ihr den Bedarf an Seelen für Minen und der Halle der Opferung und den Filarpreis für Silber. Ein geringerer Seelenbedarf und ein höherer Filarpreis werden bedeuten ein einfacher Schwierigkeitsgrad. Wir machen's. Der Seelenbedarf wurde erhöht und der Silberpreis verringert. Das macht euer Abenteuer schwerer. Wir probieren's aus. Ich will's testen. Ich mag die Challenge. Automatische Heilung. Wenn ihr dies ausstellt, stellt ihr nach einem Kampf nicht verbraucht. Heilt ihr nach einem Kampf nicht verbraucht, aber auch keine Blutpunkte für die Heilung. Ich finde die automatische Heilung aber gerade sehr cool, weil das halt roleplay-technisch passt. Dann muss ich halt meinen Blutvorrat besser managen. Ja, dann bringt mir Respawn halt aus, ne? Wollt ihr eure Feinde immer wieder töten? Das lässt sich einrichten. Wenn ihr den Gegner Respawn aktiviert, werden eure Feinde in allen Gebieten, die mit einer blau umrandeten Fahne markiert sind, immer wieder neu erscheinen, sobald ihr das Gebiet verlasst. Dies erlaubt euch Erfahrungen und Seelen anzusammeln. Dadurch wird euer Abenteuer spürbar einfacher. Durch Aktivieren des Gegner-Respawns werden alle entsprechenden Orte auf der Weltkarte freigeschaltet. Blablabla. Nutzt euren Zauber sechster Sinn, um sie zu finden. Allen anderen Gebieten, zum Beispiel Orte, die für die Hauptgeschichte relevant sind, werden die Gegner weiterhin nach ihrem Tod nicht neu erscheinen. Darüber hinaus geben die Gegner in der Höhle der Monster nun ebenfalls Sinn, wenn der Gegner-Respawn aktiviert ist. Deaktivieren. Wie wünscht. Gut. Wer bist du? Meister, wollt ihr einen Vampirdiener in eure Gruppe aufnehmen? Ich fürchte, du hast gar keinen Vampirdiener im Schloss, den du erheilen könntest, Geliebter. Das muss ich dringend ändern. Haben wir noch Seelen? Zu beherrschen von Menschen oder Vampiren der vierten oder niedrigeren Generation. Ich kann es ja aber mal probieren.
Ganz offensichtlich habe ich Seelen. Wo auch immer man die sieht. Red by Questlock? Achso. Okay, ja, das ist halt eine Quest. Das ist halt offen. Vielleicht bei Status? Das sieht man ja alles. Ja, aber nicht die Seelen. Na gut. Okay, wir haben ein Skelett. Kann ich jetzt noch einen Zombie dazu haben? Nein, ich kann ihn nur ersetzen. Okay. Gut, dann haben wir den Zombie. Der tankt dann ein bisschen für uns. Und ich würde sagen, das ist der Start unseres Let's Plays. Folge 10. Wir sind jetzt aus dem Intro draußen und wir dürfen jetzt das Spiel spielen. Ich bin gespannt. Wir haben es jetzt uns so schwer wie möglich gemacht. Ich glaube, es wird spannend. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es läuft. Wie gesagt, im schlimmsten Fall kann man ja runterstellen. Also dann, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!